also die Idee, dass es total wichtig ist, dass afrikanische Menschen oder Menschen mit afrikanischer Abstammung zusammenkommen, um ein Network zu gründen, es ist keine neue Idee. Herzlich willkommen bei Afrotag TV Cybernomads. Das Hauptstadt Magazine. Lifestyle, Fashion, Education, Media, Art and Postcolonial Theory. Mein Name ist Adetan Kepasadebisi. Unser Thema heute. Viele Menschen haben schon diese Idee schon längst gehabt und haben auch Versuche gemacht. Und es gibt auch schon einige Initiativen, die mehr oder weniger gut laufen. Aber wir haben uns gedacht, zum 50. Jubiläum der Organisation für afrikanische Einheit wäre es wichtig, dass wir hier zusammenkommen mit unseren Kompetenzen, mit unseren Stärken und dass wir gemeinsam überlegen, wie wir zusammenarbeiten können und schauen können, dass wir zusammen vorankommen. Also, wie ist überhaupt die Zusammensetzung entstanden? Wir haben alle Botschaften angeschrieben, die 50, die hier in Deutschland sind. Wir haben sie darum gebeten, dass sie uns eine Vertretung für die jeweiligen Diaspora schicken. Wir haben 42 Botschafter, die uns eine Antwort zurückgeschickt haben. Das heißt, wir haben jetzt ganz offiziell 42 Menschen, die Diaspora von ihren Ländern vertreten. Damit wir als Politiker und Integrationsbeauftragte und so weiter Gesicht zeigen. Wir wollen nicht mehr unsichtbar sein in Deutschland. Wir wollen jetzt sichtbar werden und besonders wir wollen auch die Jugendlichen und alle anderen motivieren, sich zu engagieren und in der Politik mitzumachen. Wir wollen uns auch nicht mehr bezeichnen als Senegalese und so weiter, aber sondern wir gehören zu der Diaspora. Wir sind die 6. Region Afrikas und wir sind alle Panafrikanisten. Dieses Programm im Sinne, dass Diaspora-Experten hier die Möglichkeit haben, Studenten in Afrika im Rahmen von kurzfristigen Aufenthalt zu betreuen. Die Einrichtung, Privatforschungseinrichtungen von Wissenschaftlern hier in Deutschland, die lange ja Erfahrung in der Wissenschaft haben. Eine zentrale Anlaufstelle für Informationen für Afrikaner. Brücke zu Institutionen, Brücke zu kleinen und mittelständigen Unternehmern. Und mit Einbezug der Diaspora in Kooperationsdiskussionen, die meistens auf Bilateralebene zwischen Ländern stattfinden. Die Untersuchung der Integrationshürde für Ingenieure mit afrikanischem Hintergrund in Deutschland halt durchzuführen, weil das ist ein Thema, das reell ist. Denn zum Beispiel denken wir an Workshop zu organisieren mit Jugendlichen. Wir wollen auch Ansprechpartner werden, also eine starke Netzwerk bilden, um uns auszutauschen und für Informationsaustausch, um Projekte zu implementieren nach Afrika. Wirtschaft ist global, weil jeder Afrikaner, der jetzt sowas machen will, wird sich sagen, es fehlt mir nur Geld. Und Geld ist kein Thema. Wir haben das, weil das, was die Menschen brauchen, das haben wir in Afrika. Und wenn wir das richtig managen und dafür sorgen, dass die richtigen Preise bezahlt werden und die Regeln selber bestimmen, dann werden wir daraus was bekommen. Die Araber haben uns das gezeigt. September, Oktober Sponsorship und Budget für Jugend. Medienkongress hat schon dreimal in Berlin stattgefunden. Solidarität muss so liberal sein. Alle Probleme betreffen uns alle. Ohne Solidarität gibt es kein Bundesinvestment. Denn die afrikanische Lage kommt weniger Afrikaner. Sie sind bei Händen, bei Chinesen.
bei anderen Geschäften. Die Chinesen kommen nicht bei uns. Because everybody is speaking in German, we from the cultural department, so we're speaking in English. Our culture is not a product that should be sold to non-foreigners only. So it means we have to consume our culture first, because we are the product of culture. So you have to dress like me first. We want to be proud of being called Africans. That is culture. The diaspora is not consuming. If you find where an African festival or a prominent African singer is singing, you will not find Africans there. A cultural platform, an African house. An African house doesn't mean an African house for foreigners. An African house for Africans. I've got so, I've got so.